Hey ho, meine Lieben. Wie nennen wir das Video heute? Genau, Steaks einlegen für Grillexpeditionen. Ja, genau so nenne ich das. Ganz einfach. Ich will ja hier und dahin mal fahren, bisschen rumgurken, mal mit dem Moped, mal mit dem Fahrrad und ja, da jedes Mal da unten das Steak kaufen, nee, sehe ich nicht ein. Ich habe mal ein schönes Stück Schweinerücken gekauft und das werde ich zu Steaks verarbeiten. Die werde ich einlegen und dazu werde ich wieder experimentieren. Und zwar einmal mit Tomatenmark. Hehe. Ja, dann habe ich ein Paprikamark, ein reines Paprikamark. Dann habe ich hier eine Zwiebelcreme und eine Knoblauchcreme. Tja, und mit denen möchte ich eben experimentieren, wie das wird. Und die Steaks werden einvakuumiert und eingefroren. Und dann, wenn ich irgendwo hinausfahre, gehe ich an die Gefriere, nehme mal was raus und habe was Feines. Genau. Und weiter geht's drüben in meiner kleinen, aber feinen Küche. Attacke. Da haben wir es schon liegen, das Rückenstück. Die kleine Haut- oder Fettauflage stört mich nicht weiter, was da drauf ist. Und hier schneide ich mal jetzt einfach ja, so schöne Steaks runter. Ja, da werden wir immer zwei Stück machen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 5. Ja, gut. Wo fange ich an? Salz, Pfeffer, Paprika. Das ist jetzt meine Grundzutat für jedes. Also wird es dieses Mal wirklich ein Video ohne Grillen, ohne alles. Das ist einfach nur die Vorbereitung, so vielleicht für nächste Woche oder so am Wochenende. Da wird dann was davon mitgenommen und vergrillt. So, dasselbe jetzt nochmal auf der anderen Seite und danach hole ich euch wieder dazu. So, dann wären wir schon soweit. So, mit welchen fange ich an? Zwei Stück mache ich mediterran. Dazu kommt der Medicopter zum Einsatz von McAllister. Und tja, hier gibt es einen kleinen Mix. Paprika, Tomate. Also jeweils ein Sputz von jedem. Also ich bin ja wirklich, wirklich richtig gespannt, ob das am Schluss wirklich lecker ist, so wie ich mir das vorstelle. So. Hier kommt dann ein kleiner Sprutz Olivenöl mit dazu. Das Medicopter da mit rein. Viel mehr Medicopter. So. Da schnappe ich mir gleich mal meinen Vakuumbeutel hier. Dann kleistern wir die zwei Steaks so richtig schön ein.
gleich ab in den Beutel. Ja, bisschen gepampelt, klar. Aber das muss so. Rest raus und hier mit rein. So, und dann tue ich das schnell mal einvakuumieren. So, und so wandert es in den Gefrierschrank. Ich habe mal mediterran drauf gekritzelt. Tja, und wenn ich dann zum Grillen fahre, eingefroren einfach mitnehmen. Tja, machen wir weiter. Tja, nächste Schüssel machen wir nur mit dieser Knoblauchcreme. Oh, wer hat denn das gesagt mit diesen Cremen? Ich bin schon die ganze Zeit am Überlegen. Ah, ich glaube, der Koa war das, wo ich in Österreich war. Der hatte das gesagt. Und wo ich jetzt eben beim Einkaufen war, beim Shoppen, habe ich eben diese Cremen gesehen. Eigentlich habe ich bloß eine Paprikacreme gesucht. Tja, und da habe ich die anderen auch gesehen und mir gedacht, jetzt nehme ich es mit, jetzt probiere ich es aus. Und eben, dass eine gewisse Grundwürze eben dran ist. Und deswegen habe ich ja auch zuallererst Salz, Pfeffer und Paprika dran. So, rein in den Beutel. So, und auch der Beutel wird einvakuumiert. Da sind die Knobi-Teile, die zwei. Also eins ist ja ein bisschen kleiner. So, lege ich auch auf die Seite. Tue ich natürlich nachher alles auf einmal in den Gefrierschrank. Tja, und jetzt kommt reines Paprika. Und da darf es von mir aus auch ein bisschen mehr sein. Plus noch ein bisschen Paprikapulver. Und immer schön weit genug umschlagen die Beutel. Warum? Dass ihr, wenn ihr in die Beutel was reintut, den Rand hier rum schön sauber habt, nicht versüfft ist, wächst der Schweißnaht. Ja, genau. Einmal kommt da unweigerlich am Rand hin, wenn man was reinwuchtet. Das geht ja schier gar nicht anders. So. Rein mit dir hier. Ich glaube, die Paprikasteaks, die werden mal richtig, richtig geil. Das riecht schon sehr, sehr geil. So wie es ist. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Richtig. Umklappen und einvakuumieren. Und natürlich auch beschriftet. So. Dann habe ich jetzt noch die reine Zwiebelcreme und das reine Tomatenmark. Oh, wo ist mein Löffel? Wo ist mein Löffel? Also wenn ich das Ganze nicht experimental jetzt ausprobieren wollen täte, hätte ich hier jetzt auch noch Zwiebeln dazu reingeschnippelt. Aber ich möchte das Ganze ja ausprobieren, ob das sowas wird, ob das schmeckt. Weil dann hätte man die ganz einfache Möglichkeit, auf Natur
im Urlaub oder sonst wo auf die Schnelle richtig leckere Steaks zu marinieren. Ganz einfach. Genau deswegen probiere ich das jetzt aus. Also alles im Dienste der Wissenschaft. Och, jetzt mag ich nicht mehr. Halt, meine Dings. Also in einer größeren Schüssel wird es definitiv jetzt besser funktionieren. So. Aber ich hatte jetzt einfach keine Lust mehr, weiter mit dem Löffel da rumzuspielen. Und wie könnte man das besser mit den einzelnen Tuben herausexperimentieren, als die Steaks direkt, jetzt brauche ich doch noch einen Löffel, direkt mit dem Zeug so zu marinieren. Also mache ich das ganz einfach. Ja. Handwäscher einvakuumieren und die letzten. Ja, dann ist das Zwiebelige auch soweit fertig. Beutel Aminada habe ich. Tja, und zu guter Letzt, das, was wahrscheinlich jeder sofort und auf der Stelle zu Hause selber nachmachen kann, und zwar rein pur mit Tomatenmark. Ja gut, bis auf das, dass die Steaks halt etwas vorgewürzt sind. Aber das habe ich jetzt, glaube ich, auch schon zwei oder dreimal gesagt. Aber Tomatenmark sollte ja jeder zu Hause haben. Komm. Dann ist das Tomatenmark weg. Das liegt eh schon etwas länger. Dann muss ich mal auch wieder frisches holen. Ja, bei mir liegt auch ab und zu Zeug länger. Ganz normal, Leute. Ja, das Tomatenmark hat sich nicht so gut mit dem Öl verbinden, wie der Rest, wie die restlichen Tubenpasten-Dinger da. Ja, wisst ihr was? Ich mache jetzt ganz einfach. Hier können wir noch ein klein bisschen von dem mediterranen Kräuterzeug mit rein tun. Vom Medikopter. Ich schmeiße jetzt einfach die Steaks so rein. Ich muss einfach direkt den Beutel durchschneiden. Und das übliche Prozedere. Da haben wir es nochmal komplett. Tomate. Jawohl. Zwiebel. Paprika. Nobi. Und mediterran. So einfach habe ich jetzt die Steaks eingelegt.
Und jetzt erst einmal Cam nach oben. Tja, Freunde, das dauert jetzt natürlich, bis die Steaks gegrillt werden. Ich habe ein Ziel schon, wo ich hinfahren möchte. Das wird sein bei Kaufbeuren. Also wird eine schöne Motorradtour werden. Und da nehme ich ein oder zwei Päckchen mit. Je nachdem, wer oder ob jemand mit mir mitfährt oder von Kaufbeuren dann dahin kommt. Das muss ich erst abklären. Vielleicht meldet sich ja der DAX-Tobi bei mir privat, dass wir da was ausmachen können. Aber auch erst dann nächste, übernächste Woche. Weil dieses Wochenende geht ja nicht. Andere Termine. Gut, dann ab in die Froste oder in den Froster und abwarten, bis ich sie mache. Leute, wir sehen uns. Das wird dann eine oder mehrere Grillexpeditionen. Also das steht dann immer dahinter. Tschaikowski, wir sehen uns. Wenn es jetzt auch ohne Grillen gefallen hat, Däumchen nach oben. Gegrillt wird ja noch.